Also ich habe das schon verschiedentlich gesagt und man darf einfach nicht müde werden, das zu erwähnen. Wir müssen immer wieder darauf hinweisen, wie wichtig der regionale Einzelhandel ist. Und ich sage es auch jetzt wieder, wir können wirklich stolz sein auf das, was wir hier in dieser Region angeboten bekommen. Von, egal wie gesagt, vom Bäckern, vom Metzgern, von den Zennereien, von den Dorfläden, vom Schlachthof. Wir haben so viele Möglichkeiten, tolle Produkte hier zu bekommen. Und wir haben alle die Verantwortung und wir haben auch die Pflicht, das zu erhalten. Und wir ohne die Gemeinschaft, ohne die Solidarität wird es in dieser Phase nicht gelingen. Denn der Einzelhandel und insbesondere, sage ich mal, auch die Bäcker und Metzger, die auch einen sehr, sehr großen Anteil, sage ich mal, ihrer Produkte normalerweise an die Gastronomie, Hotellerie verkaufen, an die müssen wir auch denken. Also wir stehen auch vor großen Herausforderungen, aber nicht nur wir, sondern alle. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass jeder das auch versteht, um was es geht. Es geht auch darum, das zu erhalten, diese tolle Qualität, die wir bislang haben, die nicht selbstverständlich ist. Und das muss man einfach wissen. Es gibt viele Regionen in Deutschland, die nicht so aufgestellt sind, die froh wären, wenn sie so ein Backhandwerk noch hätten, ein frisches Backhandwerk oder einen ehrlichen Metzger mit einer tollen Qualität. Und darum müssen wir denken, auch in dieser Zeit. Das ist wichtig.